Hallo, willkommen zurück zu Paper Mario für das N64. Im letzten Part haben wir gegen Bowser gekämpft, der einfach mal so Peach Sauce hochgehoben hat, hoch in den Himmel. Und er hat den Sternstab und damit jetzt quasi unbesiegbar. Deswegen haben wir gegen ihn verloren und sind jetzt hier. Er hat uns direkt nach Goomba Fort geschickt. Oder er hat uns dorthin gekickt, besser gesagt. Und wir sind hier gelandet. Und ja, wir haben hier ein kleines Problem. Müssten eigentlich hier durch, aber Kami Koopa hat diesen Block hier platziert. Und deswegen brauchen wir jetzt einen Hammer von Goomba, den Goomba-Großvater von dieser netten Familie hier, um diesen Block zu zerstören. Also gehen wir mal zu ihm. Er repariert hier gerade die Veranda, die wir vom letzten Part erfahren haben. Und wo ist die Veranda hin? Das ist aber nicht reparieren, sondern eher komplett zerstören. Ha. Gut, dass wir Papier sind. Da ist die Veranda, die kaputt ist. Toll. Das Tor ist kaputt, die Veranda ist kaputt. Ey. Da bist du ja. Oh, mein Rücken. Ha? Wer ist da? Bist du's, Mario? Ich kann mich nur an einen lauten Krach erinnern. Da ist die Veranda ein und ich bin herabgestürzt. Bist du auch gefallen? Du bist aus der Tür gekommen und bist ins Werk getreten, habe ich recht? Immer ist nichts passiert. Das Problem ist, wir kommen nicht aus nach Hause, weil der Block im Weg ist. Dieser Block sollte hier nicht sein. Das ist ein großes Problem. Was? Ein Hammer? Oh, natürlich. Wo ist er hin? Okay, warum behalte ich diese Stimme gerade Probleme? Normalerweise ist es die deutsche Stimme, die mir sonst immer Probleme bereitet, aber diesmal ist es die alte Stimme. Sehr merkwürdig. Ich habe ihn benutzt, um die Veranda zu reparieren. Also muss er hier irgendwo herumliegen. Lange zu sehen. Irgendwo durch Such muss er hingefallen sein. Mario, wir sollen ihn suchen. Ach du Heiliger. Irgendwo da drüben, sagte er. Was meint er mit da drüben? Er meint wohl hier links drüben. Der muss gerade in der Nähe sein. So sieht er aus. Ich nehme mal, er beschreibt ihn jetzt, anstatt dieses Bild zu zeigen. Suche in den Büschen. Wenn Ausrufezeichen oder Kopf erscheint, drücke A, um zu suchen. Mario fragt sich so, was zum Haarfall sein? Ah! Aber ja, wir können die Büsche untersuchen. Überall. Und so nochmal speichern können wir hier, wenn wir wollen. Mehr Money. Und den Block. Huch. Ah, hier ist der Hammer. Du hast einen Hammer gefunden. Mario kann nun einen Hammerattack ausführen. Dieser zerstört gelbe Blöcke. Oh, großartig, das ist der. Das ist der Hammer. Ich nehme, dass du mit dem Hammer den Block zerstören kannst, der also den Weg versperrt. Mit dem Hammer kannst du auch auf Bäume schlagen, um diese Schüssel. Manchmal fällt etwas Nützliches herab. Drücke B, um ihn einzusetzen. Das können wir machen. Drücke ich in diesen Baum. Und drücke A, konnten wir dadurch Schnipse erhalten. Aber hier gibt's nur Münzen. In irgendeinem Baum ist sogar noch was. Was Besonderes. Oh, hey. Ich glaube. Nee, doch nicht. Ich hab gedacht, hier war irgendwie so ein unsichtbarer Block oder so. Oder hier? Irgendwas war hier. Da wohl nicht. Money. Da vielleicht hier. Nein? Ha. Ach, der hat Münzen. Gut. Oh ja. Das habe ich gesucht. Ein Püppi.
Eine süße Puppe, die genau wie Prinzessin Peach aussieht. Oh, wie schön. Ich glaube, das ist die Puppe, die Gumbaria verloren hat. Sie wird sich wirklich sehr freuen, wenn du sie zurückbringst. Die Hütte verrät so viele Dinge. Ich möchte mich doch gleich ein wenig genau umsehen. Ja. Ich meine, wir können jetzt hier den Busch anhauen, aber das muss jetzt auch nicht unbedingt sein. Was denn jetzt? Nun, wir haben den Hammer gefunden. Also wir müssen ihn auf den Heimweg begeben. Ja, das hatte ich vorgehabt. Autsch! Was denn jetzt? Wer bist denn du? Wer seid ihr, Deppen? Also, die mein Spiel saß, Idioten! Niemand hat einen Fuß hier, ohne meine Erlaubnis! Niemand! Sei bereit, zu Füßen von Meister Junior Cho zu heulen! Random. Dings? Mario, das ist Junior Trooper. Er ist der Boss der hiesigen Rasselbande, offensichtlich eine Rüpel. Aber ohne die Bellen beiß nicht. Die machst du ganz rasch platt. Verkönne keine Gartenluft, um mit dir zu reden, sondern zieh mal sie drüber. Ich werde mir sehen, warum mache ich das Ganze? Unser erster richtiger Kampf vor allem. Wir können springen und Hammer angreifen. Und wir haben eine Strategie. Wir können nichts tun, aber nicht, wir können nicht fliehen. Also gut. Was kannst du denn? Bonk. Oh, ausgezeichnet. Guter Treffer. Mach weiter. Ja, yeah, Daumen hoch dafür. Aber wir auch Schaden. Was können wir denn mit Sprung machen? Auch nur einen Schaden. Aber ebenfalls. Das könnte wieder länger als Sache machen. Sache werden. Ich reg gerade erst auf. Das sieht man. Bonk. Mario, du hast fast gepackt. Hör dich auf. Mach weiter. Na gut, du hast gewollt. Sag Hallo zu den Junior Troopers Spezialattacke. Volle Kraft. Ich bin beeindruckt. Ihr macht jetzt zwei Schaden. Und wie sind wir wieder Vorsicht? Ja, aber du bist tot. Haha. Mario, du hast sehr gut gekämpft. Du erhältst Sternpunkte. Jeder, der deinen Gegner besiegt, erhältst Sternpunkte. Hier wird 100 Sternpunkte, steigst du ein Level auf. Versuch so viele Punkte wie möglich zu bekommen. Und dann kriegen wir 20 Sternpunkte. Yay. Verdammt! Hast du dich gewonnen? Ich komm wieder, Mario! Ich weiß ernst, ich komme wieder! Ja. Toll. Wir freuen uns darauf, oder so. Du kleiner Rotzbengel. Rotznase. Du könntest uns nichts. Nicht so lange, wie wir einen Hammer dabei haben und springen können. Oh, ein Pilz. Neat. Du hast ein Item erhalten. Eines können als Waffen dienen, deine KP-Kraftpunkte auffrischen und noch einiges mehr. Drücke den gelben Ding nach links, um zu sehen, welchen Items er bei sich trägt. Das geht irgendwie gerade gar nicht. Achso, der falsche Stick. Ein normaler Pilz. Sonst haben wir nichts. Müssen wir noch drehen. Yay! Der Block ist kaputt und hier können wir uns heilen. In diesem Herzblock. Berührst du diesen Block, werden deine KP-Kraftpunkte vollständig aufgefüllt. Wie wir gerade gesehen haben. Oh. Was ist das für ein Block? Ihr wackelt. Ich mag diese Animation. Aber ja, mit unserem Hammer können wir gerade nicht gut machen, diesen Block hier. Schade. Also diesen Block meine ich jetzt, nicht den da. Den können wir gut machen. In diesem Busch ist nichts. Was haben wir denn hier oben? Und warum sind jetzt solche komischen Risse da drin? Ich glaube, das ist so ein kleiner Grafikglitch. Vom Spiel aus gesehen.
Oh, eine Feuerblume. Mit Angriffskraft 3 für Gegner. Augen auf, Mario! Böse Kurse voraus! Sie sind Bowser gegen loyal. Wenn sie dich sehen, werden sie ohne Zögern angreifen. Wenn du jetzt einen Schuss mit deinem Gegner mit einer Sprung mit der Hammer anzugreifen, ist dein erster Griff, wenn der Kampf beginnt. Der erste Griff kann dir im Gegenkampf sehr nützlich sein. Ja, das werde ich auch immer versuchen. Hier. Erster Griff. Ha. Bonk. Und das ist unser erster regulärer Kampf. Mit dieser Kampfmusik. Und zwei Steilpunkte für den Kumba. Yee. Oh hey. Da seht ihr doch was Hübsches. Aber da kommen wir gerade nicht drauf. Es ist viel zu hoch. Ein Sternsplitter. Ein Goomba mit Stachelhelm. Das ist ein Pieks-Goomba. Siehst du den Stachel auf dem Kopf? Pass auf, dass du nicht auf ihn springst. Rate mal, welcher Körperteil von dir sonst verletzt wird. Meine Nase? Aber ja. Nicht auf starke Gegner springen. Das ist keine gute Idee. Und da bringe ich sogar 3 Steinpunkte. Wow. Oh. Ein fliegender Goomba. Der aber zum normalen Goomba wird, wenn er getroffen wird. Hör gut zu, Mario. Dieser Kerl fliegt. Mit dem Hammer kannst du ihn nicht erreichen. Um fliegende Gegner anzugreifen, setzt er einen Sprung ein. Du kannst über einen Feind wegspringen, um den Land zu greifen. Das ist ein wichtiger Rat. Vergiss ihn nicht. Dann tu das mal. Oder nee, besiegen ihn erstmal. Bevor den anderen angreifen. Au. Aber jetzt können wir auf ihn drauf springen. Mohaha. Au. Er macht uns echt Schaden. Der kleine Knilchkumba hier. Aber Ewa besiegt. Keine große Sache. Ich mag die Kampfmusik hier. Ich finde die sogar besser als die originale Kampfmusik aus TTYD. Also nicht vom Remake, sondern halt, wie gesagt, vom Original TTYD vom GameCube. Bang. You're already dead. Keine Sorge, es wird später noch spannender werden mit den Kämpfen hier. Das wäre nur der Prolog, wie gesagt. Und damit können wir herauf und diesen Sternsplitter finden. Ein strahlender Sternsplitter. Finde heraus, wo sie ihn brauchen kann. Ich weiß schon, wofür man ihn brauchen kann, aber das werden wir später erfahren. Oder sehen. Gut, dann gehen wir mal wieder zurück nach Hause. Ist sicher nicht mehr weit. Keine Sorge, Kinder, hier bin ich. Dankbar bin ich heil und gesund wieder zurückgekehrt. Achso, wir können laufen. Ich dachte, wir gehen jetzt automatisch wieder. Oh, das Ding ist zugesperrt. Lass mich für dich öffnen. Danke dafür. Goomba, wo bist du gewesen? Ich hab das nach draußen gesehen und plötzlich waren du und die waren da verschwunden. Goomba, ich war sehr selbstgespannt und ich merke dich besorgt. Tut mir leid, Kinder, ich entschuldige mich. Ich würde euch keine Angst einjagen, ich könnte euch jetzt wieder beruhigen. Ich bin wohl bald mit zurückgekommen. Dank Mario. Ach, übrigens, bevor ich es vergesse, wollte ich dir noch etwas geben, Mario. Ich bin gleich wieder da. Na dann. Wie? Was? Hey, die Puppe, die du hast. Ich glaube, die Kumbari hat dir verloren. Sie hat schon überall danach gesucht. Willst du sie jetzt zurückgeben? Ja, natürlich. Ich habe sie nicht zu... Ich brauche sie gerade nicht. Meine Püppi.
Du bist wieder da, ich danke dir. Ich bin so glücklich. Meine süße Pipi, du darfst nicht mit verloren gehen. Hier, ich gebe dir ein Geschenk. Sieh mal, wie plötzlich funkelt. Oh, ein Scherzfeder, danke schön. Und nimm das auch. Danke. Ich finde, es hätte keiner Energie eine Chance gegen dich. Machst du Bodybuilding? Ich in der Selbstverteidigung, indem ich Bücher der Meister lese und Papa und Gumba zuhöre. Und außerdem trainiere ich jeden Tag, damit ich so stark werde wie du. Langsam zeigt sich auch dein Erfolg. Meine Muskeln werden immer dicker. Was für Muskeln? Deine Fußmuskeln? Ja, Gangwaras Kopf ist hart wie ein Felsen. Ach, sein Gehirn trainiert ja. Verstehe. Wenn er seine Kopf jetzt ausschaltet, dann tut das sehr, sehr weh. Oh, sehr schön, Gumbario. Das ist so peinlich. Aber gesagt davon, es ist wahr. Echt jetzt? Entschuldige, dass ich warten ließ, Mario. Ist schon okay, Kumpa. Wir quatschen gerade mit Mario. Ihr quatscht also. Entschuldigt, ich wollte dir das geben, Mario. Ein Powersprungorden. Yeah, jetzt war's interessant. Dies ist mein Orden. Wenn du trägst, kannst du einen Powersprung ausführen. Das bedeutet, dass du deinen Angriff mehr Schaden verursachen wirst. Aber hör mir gut zu. Du kriegst den Sprung nur aus, wenn du den Orden trägst. Du sollst ausprobieren. Das An- und Ablegen von Orden ist ein wichtiger Vorgang. Soll ich dir eine kurze Lektion geben, wie du den Orden auf deiner Reise finden wirst, auch richtig einsetzt? Ah ja, mach ruhig. Mach ruhig. Mach ruhig. Okay, drücke Start. So, jetzt das Menü. Weiter. Wie ein Orden. Bin über die drei Orden-Tabelle an. Drücke damit unsere Orden-Tabelle an. Du drückst den A-Knopf und die Orden an, um das jetzt zu sehen. Und in Orden tragen werden Ordnungspunkte benötigt. Dort wird es getragen, bis du den A drückst. Du musst abgelegt und ein Punkt steht zur Verfügung. Merke dir, du brauchst BP-Blütenbegutung, um den Powersprung einzusetzen. Kannst du dich daran erinnern, dass wir auf dem Weg einen Block wie diesen sahen? Diese Blöcke stellen nicht nur KP, sondern auch Baby wieder her. Das waren Lebensretter. Benutze sie, wenn die KP und Baby zu Neige gehen. Aber übrigens, Mario, ich habe von Gumba gehört, dass es ganz allein auf dich nehmen willst, um die Pressen auf Bowser Fängen zu befreien. Oh yeah, Mario könnte Bowser einhängig und verboten Augen platt machen. Still jetzt, Gumbario. Mario, bitte nimm diesen Hammer. Wenn du gute Dienste leisten, wenn ich nur etwas jünger wäre, würde ich ihn begleiten. Ich hätte den Bösewicht schon aus Furchten genährt. Aber die letzte Jahre liegt schwer auf mir. Ich kann dir sagen, die Schmerzen im Kreuz. Abenteuer. Du darfst dich nicht glücklich schätzen. Prinzessin retten ist so cool. Eines Tages will ich auch ein Abenteuer sein. Ich auch. Hey, ich habe eine Idee. Gumbario? Vor ist die Zeit jetzt gekommen und du bist kein Kind mehr und schlimme Zeiten stehen uns bevor. Ich bin sicher, Mario wird dir mit dir zustimmen. Du sollst Mario begleiten. Was? Wirklich? Darf ich gehen, Gumba? Darf ich wirklich gehen? Ja, oh yeah! Mario, das wird sich bereuen. Gumba gehört zum Team. Drücke das Ding nach unten, um ihn um Infos über Person, Auto und oder Dinge in der Nähe zu bitten. Wenn du das wissen willst, dann frag ihn einfach. Gumbario ist auch im Kampf sehr hilfreich. Er kann mit kopflos angreifen oder mit Gegner und ihre und Gegner und ihre KP mit Hilfe von Scanner einen Auskunft geben. Großartig, Gumbario!
Mario, ich weiß, dass sich Mario als Werfer wirklich verweisen wird. Ich gebe also eine Zeit für ein Nickerchen. Ich bin dann im Haus. Abschließend mache ich einen alten Gumpe immer traurig. Ach, so viel Text schon wieder. Das ist so cool, Mario. Lass uns gehen. Ah, warte, deine Kapitel ist nicht richtig. Vielleicht sollte er sich im Tauchhaus ausruhen. Naja, gut. Ach, KP, das werden wir nicht aushalten. Ja, aber ja. Gumbario kann... Bier... Gumprina in Tetubadie... und Infos über alles unmöglich geben. Das ist Gumbofort. Hier sieht meine Familie. Hier gibt es auch noch Tauthaus. Und das ist der Brenner, der so gut, dass zum Ausruhen ist. Der große Baum neben meinem Haus wirft auch viele Gumbis ab. Der große Baum? Was für ein Baum? Meinst du... Nee, hier ist kein Baum. Oh, meinst du vielleicht diesen Baum da hinten? Ah, okay. Gumnuss, 3 pp. Bitteschön. So geht das Problem gelöst. Ich habe das Gefühl, dass du dir auf den Weg viele Hindernisse begleiten werde. Überlege jeden Schritt. Sei vorsichtig, aber bleib cool. Ein kühler Kopf denkt am besten. Oh, warte doch, Mario. Mir hat aufgefallen, dass du den Ordner nicht geträgst, den Kumpel gegeben hat. Der Ordner hat keine Lust, wenn du ihn nicht trägst. Du solltest besser anlegen, bevor du dich auf den Weg machst. Ja. Ich hab's vergessen. Da, bitteschön. Der Power-Sprung worden, auch wenn wir gerade nicht brauchen werden. Vorsicht für Gumbas. Wie sind hier zum Beispiel? Keine große Sache. Hey Mario! Während des Kampfes kannst du die Reihenfolge, mit die wir angreifen, mit Z verändern. Wenn du willst, kann ich zuerst angreifen. Mir macht das nichts aus. Vergiss nicht, ist es noch nicht, okay? Das werden wir auch machen, denn... Du musst nämlich wieder alles scannen hier. Das ist ein Gumba. Gumba sind das, was man kleine Fische nennen würde. Genau sind es die eigentlichen. Sind sie eigentlich sogar die kleinsten Fische? Moment mal, ich will auch einer. Mach KP2, Angriff 1, Verteidigung 0. Du kannst aus dem Springen oder sie mit dem Hammer vermöbeln. Das sind Gegner der alten Schule. Du kennst sie schon aus den Tagen von Super Mario Bros. Yep. Deswegen können wir sie einfach besiegen. Mit dem Perl zum Spur auf dem Kopf. Und weiter geht's. Mit noch ein Gumba. Oh, zwei Gumbas sogar. Gut, dass wir einen Partner haben. Bonk. Also zeig, was du kannst, Gumbario, mit deiner Kopfnuss. Aha. Au. Bonk. Vier Stellpunkte für uns. Und der nächste Gegner wartet auch schon. Hohoho. Der kommt aber schnell an. Kein Attacker für uns, schade. Schade, leider. Deshalb müssen wir jetzt einen Angriff mehr aushalten. Oder auch nicht. Ha, die Kämpfe sind einfach immer so spannend. Ja, ich weiß, der Prolog ist etwas zäh, aber das wird sich noch ändern. Später. Später, wenn es zu spät ist. Münze, Block, Münze. Komm her. Aha. Und... Ja, spielen wir drauf.
genauso wie du. Du guckst mal zum Boden. Oh Gott, ich habe was vergessen. Wir müssen ja die auch noch scannen. Ich Depp. Ich hab's vergessen. Ich hoffe, hier ist noch ein Flügelkumba oder so. Sieht nicht so aus. Spawnen die wieder? Nee. Mist. Ich habe vergessen, den geflügelten Kumba zu scannen, den Paragumba. Na gut, mach. Dann wenigstens den Kumba hier. Das ist ein Peace Kumba. Er heißt so, weil er einen starken Kopf trägt. Was gibt es? 2, Ankara 2, Verteidigung 0. Was soll das tun? Auf keinen Fall soll das auf ihn springen. Du könntest sonst paralysiert werden. Paralysiert sogar? Heiliger Hafer. Ich habe irgendwie gedacht, dass wir verletzt werden, aber gleich paralysiert? Das ist mir neu. Und es ist wieder im Vorsichtbereich. Bock. Oh, und diese roten Blöcke gibt's Orden. Ein Tummelsorden. Den kann ich auch mal anlegen. Wenn Vorsicht geboten ist. Wir sind hier gerade in Vorsicht. Ist ein Pilz, um dich zu erfrischen. Drücke den Ding nach rechts, um das Pilz zu essen. Könnten wir tun, aber brauchen wir aktuell nicht. Wirklich. Oh, jetzt haben wir die Linie zu scannen. Scannen wir den Paragumba hier. Das ist ein Paragumba. Offensichtlich handelt es sich um einen Gumba mit Flügeln. Maske P2, Ausgabe 1, Verteidigung 0. So, fliegen kannst du nicht und nicht den Hammer antreffen. So, wir schalten den Feind zu Boden und werden zu normalen Gumbas. Wie wir schon gesehen haben. Bonk. Au. Okay, wir sind wirklich gleich erledigt. Machen wir einen Powersprung auf ihn. Damit er gleich erledigt wird. Und du hüpfst auf ihn drauf. Uff. Vielleicht sollten wir doch gleich einen Pilz essen. Außer wir bekommen gleich ein Level Up. Oder ein Herz. Oder eine Heilung. Geht auch. Also kein Pilz. Sparen wir uns den Pilz. Hey, hey. Schön langsam. Du, ja du. Du warst echt der Kerl. Keine Bewegung. Ah, du bist Mario. Ich wusste es. Du kannst ja nicht passieren, Herr Großmaul. Sollte der Befehl des Goomba-Königs. Tut mir leid, aber der einzige Weg hier führt uns ans Goomba-Brüder vorbei. Da sind wir, der rote Goomba und mein Bruder, der blaue Goomba. Los, ab wie blauer Goomba. Oh ja, los geht's, mein roter, rotköpfiger Bruder. Oh no. Miniboss. Zuerst, was kennen wir die beiden, Goomba? Goombario. Das ist der blaue Goomba. Er ist der jüngere der beiden berüchtigten Goomba-Brüder. Mach GB 6, weil er einfach 0. Wie du aus der kleinen Rede des Fußes entnehmen konntest, gehört jetzt zu den Leuten des Goomba-Königs. Aber du kannst bei Kräften scheint er nämlich nicht zu sein. Er ist schwächer als sein Bruder. Echt jetzt? Wie schwach ist er denn? Bonk. Dafür ist der Powersprung da. Mario, wie gefällt dir das? Geht so? Ihm macht so viel Schaden wie ein normaler Goomba. Also, ich
bin ich beeindruckt. Das ist der rote Goomba. Er ist der ältere der beiden richtigen Goomba-Brüder. Machtgewicht 7, also gerade 1, Verteidigung 0. Der Goomba-König hat ihn befohlen, dich aufzuhalten. Den Kerl schaffst du, gar kein Problem. Er hat nur ein paar mehr KP als ein normaler Goomba. Sicher? Dann machen wir den Goomba einfach platt. Haha. Blau Goomba! Krack, mein kleiner Bruder, dafür musst du bezahlen, Mario! Mit einem Sprung. Wir sind jetzt zu zweit und bist nur noch alleine. Das heißt, wir machen dich fertig. Aha. Schwupp. In zwei Zügen bist du erledigt. Und wir sind schon in den Vorsichtbereich. Ich hab doch den Eulen angelegt, oder? Ha. Irgendwie scheint der Ort nicht so ganz zu funktionieren, wie ich dachte. Naja, 20 Steinpunkte für uns. Ich lasse dich doch mal davon kommen. Ja gut, verschwindet. Und kommt nie wieder. So, dann werde ich den Part mal hier an der Stelle beenden. Und wir sehen dann weiter hier, was es da oben gibt. Und ob wir vielleicht doch mal auf diese beiden treffen werden. Und diesen komischen Goomba-König, den sie erwähnt haben. Das alles und mehr im nächsten Part. Bis dann sage ich bis dann und Aloha.